Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video auf YouTube. Danke erstmal für das Feedback vom ersten Video über den 212er. Heute würde ich euch gerne mal mein eigenes Projekt vorstellen. Ein 124er, habe ich schon seit 2 Jahren jetzt in meinem Besitz. Es hat ein bisschen Zeit gedauert, weil es ein eigenes Projekt, dauert alles seine Zeit. Inzwischen neu lackiert und ich würde euch einfach mal das Fahrzeug kurz vorstellen und wir gehen einfach mal ringsrum und schauen mal, was inzwischen schon geworden ist. Und im zweiten Teil nehmen wir das Auto einfach mal auf die Bühne und schauen mal von unten, was alles passiert ist. So, ganz kurz bloß mal zu dem Fahrzeug, was wir jetzt alles an dem Fahrzeug getauscht haben nach dem Kauf. Vor der Lackierung ist einmal die Fahrertür, habe ich gebraucht da gehabt, war kein Problem. Der Kotflügel, immer das ganz große Problem. Eigentlich bei jedem 124er durchgerostet, gerade hier vorne an den Stellen, ist leider ein Zubehörkotflügel, da es einfach von Mercedes neu verdammt teuer ist. Motorhaube ist original, wurde einfach bloß nochmal mitlackiert. Frontschürze original, hatte der Vorbesitzer auch hier alles schwarz lackiert, die Krummleisten, die haben wir einfach auch getauscht, war noch da. Beifahrerkotflügel, wie gesagt, auch neu und Beifahrertür ist neu. Die Heckklappe ist noch mit neu getauscht worden. Und ansonsten ist das Fahrzeug an sich normal im selben Zustand. Es wurde auch nichts groß eingeschweißt. Rostmäßig war es noch in einem recht guten Zustand. Und wir würden jetzt das Fahrzeug einfach mal reinfahren, auf die Hebebühne nehmen und in der Zwischenzeit zeigen wir euch mal ein paar Fotos, wie das Fahrzeug vorher ausgesehen hat. So, ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen, die wir jetzt gerade eingeblendet haben vom Fahrzeug. Wir haben es jetzt mal hochgenommen auf die Bühne. Ich wollte es vor 2 Tagen schon mal rausfahren und mal auf die Bühne nehmen. Und sprang erstmal nie an. Benzinpumpe platt. Bekanntes Problem, wenn das Fahrzeug eine ganze Weile länger steht. Beim T-Modell hauptsächlich die Vorförderpumpe, die direkt vom Tank kommt, die es dann im Prinzip zur nächsten Kraftstoffpumpe schickt. Die haben wir jetzt noch gelassen. Mit einem kleinen Hammerschlag ist die wieder gekommen. Aber die war definitiv kaputt. Einmal neu, ist jetzt okay, Riesenkostenfaktor, kann man auch alleine machen. Zu der ganzen Geschichte, was wir eigentlich jetzt an dem Fahrzeug unten gemacht haben, ist jetzt. Also da kommen noch einige Sachen dazu, die noch nie gemacht werden. Da nehmen wir euch einfach auch nochmal mit und zeigen euch dann einfach nochmal die Fortschritte. Wir haben einmal die komplette Hinterachse ausgebaut, weil beide vorderen Hinterachsaufnahmen, ganz großes Problem, sieht man jetzt auf dem Video nicht, habt ihr aber in den Bildern ja gesehen, komplett rausgerostet worden. Die haben wir einmal komplett alle beide Seiten neu eingeschweißt und in dem Bezug, wo die Hinterachse rausgebaut war, einmal komplett neu gelagert, also alle Anlenker, Querlenker, Zugstreben, alles neu eingesetzt. Muss noch zur Achsvermessung dann, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ja, Bremsleitung ist einmal komplett von vorn nach hinten neu, bis zum Verteiler, nach links und nach rechts neue Bremsschläuche und das Hauptaugenmerk, was an dem Fahrzeug umgerüstet wurde, normalerweise haben wir die Fahrzeuge ab Werk eine Niveauregulierung, noch mit Öldruckstoßdämpfern. In das Fahrzeug war nach dem Kauf, haben wir das erst festgestellt, normale Gasdruckstoßdämpfer eingebaut, was natürlich bei dem Fahrzeug nicht geht. Hatte ich noch auf Lager zwei Öldruckstoßdämpfer für die Niveauregulierung, die kamen immer wieder rein. Die Zuleitung haben wir einmal neu gemacht auf beiden Seiten, weil es einfach komplett durchgegammelt war und bloß abgeschnitten war und totgelegt wurde. Die sind neu, ja, neu gelagert auch die Achsaufnahmen vorne und hinten. Ja, Auspuffanlage kommt definitiv noch neu, die klappert und scherbelt, das ist auch die billigste Variante wahrscheinlich aus dem Zubehör, die hier mal drunter gekommen ist. Vorne haben wir jetzt noch gar nichts weiter gemacht. Die bekannten Problemstellen, gerade beim 124er, die oberen Federaufnahmen, sind hier noch wirklich völlig in Ordnung. Funktioniert alles noch, brauchen wir auch nicht mehr schweißen. Probleme haben wir bei den Federn. Im ausgefederten Zustand immer ein kleiner Bogen drin, das ist normal, aber hier ist es einfach die Feder schon zu schwach geworden. Noch ist sie nicht gebrochen, auch ein ganz großes Problem. Man sieht es, wenn wir jetzt mal hier... Finger geht nicht mehr dazwischen, wenn wir jetzt mal auf die Fahrerseite gehen.
Dort ist die Feder noch besser im Zustand. Da kriegt man unter den Finger dazwischen. Also die beiden müssen definitiv gewechselt werden, weil paarweise definitiv. Ja, eine Sache, die wir noch geklempert haben, geschweißt haben, ist immer auch ein ganz riesengroßes Problem, dass hier unten immer alles wegrostet. Es ist bis jetzt auch nur grundiert, um es auch mal besser darzustellen. Einmal komplett neue Bleche angefertigt, gibt es ja alles bei Mercedes nicht zu kaufen. Angefertigt und neu eingeschweißt auf der Seite, wie auch auf der anderen Seite. Hier eigentlich hauptsächlich meistens das Problem, weil hier auch der Wischwaschbehälter drunter sitzt und wenn das ein bisschen ausläuft, rostet das dann immer gerne durch. Muss noch alles ordentlich nochmal abgeschliffen werden, nochmal neu lackiert werden. Radhausschalen müssen ja auch noch rein. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal soweit zu dem Video zu meinem 124er. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir einen Daumen, gebt mir ein Like und abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht schon gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.